Hallo zusammen, Türchen 19 bis 21 ist dran. Ich bin heute ein bisschen spät, weil ich noch was fertig gebastelt habe. So, dann legen wir mal los mit Beleuchtung heute. Das ist mir das letzte Mal aufgefallen, nachdem ich alles schon fertig abgeschlossen habe. Naja, so, also Türchen 19, da haben wir mit, was haben wir mal angefangen? Mit Kreativdepot. Da war dieses Stempelchen hier drin. Also hier unten steht auf jeden Fall vielen Dank. Und was das oben sein soll, weiß ich nicht genau. Ich habe das dann natürlich wieder abgestempelt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt in der richtigen Richtung ist. Ob das so ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich ein Hintergrundstempel. Sieht auf jeden Fall süß aus. So, dann haben wir Kreativdepot. Da war eine Stanze drin gewesen. Da ist einmal das hier drin gewesen mit, Moment, dem hier. Die zwei Teile waren da drin. Das habe ich dann auch mal ausgestanzt. Ja, einmal nur diesen Sektkelch, dann habe ich das mal da reingetan. Da war dann so, ich vermute mal, dass man das wahrscheinlich so, weil das hier drauf sieht ja irgendwie blöd aus, ne? Also so gefällt mir ja gar nicht. Ich vermute mal, man macht das dann direkt da drauf und dann dieses Glas und das hier macht man dann wahrscheinlich in eine andere Farbe und dann setzt man das da rein. So vermute ich mal. Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, das war dann bei der Ulrike drin. Dann bei Kraft das Companion war auch eine Stanze drin und zwar so mit Herbstsachen. Hier Kastanienblätter und ich habe die auch so auf der Folie, ich habe die gar nicht abgemacht. So habe ich die direkt in, durch die Stanzmaschine geschoben und da kam das hier raus. Also total schön, auch hier diese Details da drin. Finde ich richtig klasse. Sieht richtig toll aus. Also kann ich mir gut vorstellen, dass man damit gut was anfangen kann. Das finde ich richtig schön. Auch hier richtige Details sind durchgestanzt. Also klasse, ich bin begeistert. Da sind schon ein paar schöne Sachen drin gewesen bei Kraft das Companion. So, das war Nummer 19. Ich tue das mal alles hier auf Seite. So, das war Nummer 19. So, dann haben wir Nummer 20. Nummer 20, wo habe ich die jetzt liegen? Hier, Nummer 20, da haben wir bei Kreativdepot. Ja, da war das drin, was bei mir in Türchen 17 drin war, also doppelt. Da ist dieser Stempel. Super schön sieht der aus. Das war dann da drin gewesen. Also richtig schön. Gefällt mir super gut. Auch wieder was für den Hintergrund. So, dann war bei Kreativdepot, bei Kurike, ich mache schon alles durcheinander, bei Kurike war hier dieser Stempel drin. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Richtig schön geschrieben. Auch hier die Schrift finde ich total klasse. Gefällt mir richtig gut. Ne? Das war bei Kurike. Und dann haben wir bei Kraft das Companion. War auch was richtig Tolles drin. Ne? Und zwar war da ein Stempel drin gewesen. Hier der hier. Mit denen hier. Also Love you, just for you, me and you, be mine. Ich habe das nur mal abgestempelt, nur das Herz habe ich mal abgestempelt, weil ich wollte einfach gucken, ob der Stempel gut ist, aber der ist fantastisch. Und da kann man dann jetzt quasi hier sowas dazwischen tun, ne? Das oder Just for you, me and you, also das passt richtig schön da rein. Auch ein sehr schöner Stempel.
Das ist Crafters Companion gewesen. So, dann habe ich noch die Nummer 21. Da war bei Kreativdepot, also da waren super Stempel drin, der hat mir richtig gut gefallen, den kann ich auch gut gebrauchen. Ein Futterapparat, den kann man gut für Alben benutzen, für zu stempeln, wo die Futters hinkommen zum Beispiel. Bitte lächeln, auch schön, also richtig schön. Bei Corike habe ich hier eine, da war eine Stanze drin gewesen. Ach, jetzt halte ich das auf den Kopf. So, bei Corike war hier diese Schleifenstanze drin. Das habe ich auch mal ausgestanzt. Das habe ich einmal so. Und dann bin ich mal hingegangen, habe ich die andere zwar auch in Kraftpapier, aber ich habe es eben angemalt in so einem Grün. In so Metallic Grün habe ich das mal angemalt. Und wenn man das ja so draufsetzt. Ich habe heute irgendwie voll die Probleme mit meiner Hand. Dann sieht das ja nicht schlecht aus, ne? Ich habe ja so Metallic Stifte. Ich kann euch mal zeigen, welchen Stift ich hier benutzt habe. Den hier. Die sind von Spectrum Noir. Das sind so Metallic-Stifte. Das habe ich benutzt. Also das sieht ja nicht schlecht aus. Sieht gut aus. Gefällt mir auch gut. So, und dann habe ich von Crafters Companion, da war wieder ein Prägefolder drin. Ja, hier mit so alles so Blümchen drauf. Ausgeprägt wieder super sieht das aus. Gefällt mir auch richtig gut. Ist auch schön geworden. Hier oben, das war ich schuld gewesen. Da habe ich missgebaut mit der Stand. Ich habe das in mit einem falschen Sandwich reingelegt. Ich habe das dann nochmal wiederholt. Aber auch sehr schön. Die Blümchen sind schön. Schade, dass die so klein sind. Ne? So, das war Türchen 21. Türchen 22 bis 24 weiß ich nicht, ob ich das am Heiligabend schaffe. Weil da habe ich ein strammes Programm. Muss ich gucken. Ansonsten werde ich das dann am zweiten Weihnachtstag machen. Ja, und ich habe gleich noch einen kleinen Haul. Den will ich auch hier nach direkt noch abdrehen. Damit der auch fertig ist. Ja, dann bis zu den nächsten Türchen. Ne? Also ich werde ja gleich noch den Haul noch hochladen. Also ist es noch nicht so weit für schöne Weihnachten zu wünschen. So, ich wünsche euch was. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.